Hallo und herzlich willkommen zu Filmfressen, Episode 1.050.000. Heute haben wir ein Special und zwar zu den Fantasy Filmfest Nights 2016. Normalerweise gehen wir immer zu allen Filmen, Fantasy Filmfest Nights und Fantasy Filmfest, versuchen wir so viel mitzunehmen, wie es geht. Im Vergleich zu den letzten Nights und denen davor habe ich dieses Mal nur zwei Filme sehen können, aus privaten Gründen. Ich war auf einer Hochzeit und Schon wieder. schon wieder auf einer Hochzeit. Und ich hatte keine Zeit, aber zwei Filmchen habe ich mir rausgesucht. Und der Peterchen hat dafür so gut wie alle gesehen. Und deswegen übernimmt Peter Wichtig heute mal das Zepter und den Hauptteil der Sendung. Peter Wichtig ist der Mann, der, obwohl seine Bayern gegen mein Benfica gewonnen haben in der Champions League, ja, mich trotzdem sehr, sehr nett behandelt und nicht fies war, mir das nicht unter die Nase gerieben hat. Und ja, das ist wahre Freundschaft, muss man tatsächlich mal sagen. Ne? Er ist Bayern-Fan, ich bin Benfica-Fan, Viertelfinale Champions League. Bayern ist erwartungsgemäß durchgekommen. Allerdings nicht so eindeutig, wie man das vorher hätte vielleicht vermuten können. Deswegen sind wir alle zufrieden. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, Manu, für diese Worte möchte ich dir Dank aussprechen und natürlich auch mit dir Sehr gerne. anstoßen. Prost! Prost. Ja, ich habe das Spiel noch nicht mal gesehen, muss ich dazu sagen. Ja, das ist schön, dass du so Aber auch ehrlich bist vor Kamera. an meiner Seite ist auf jeden Fall der Herr Magno, der Mann, der für teuer Geld in den Barbershop geht und trotzdem jedes Mal immer wieder aussieht wie ein Yeti. Uiuiui. Ich weiß, wer im Uiuiui. Glashaus sitzt, ne? Aber ich fühle mich wohl in dem Wenn das Glashaus. Elmar, Felix und Johnny hören, dann gibt es Ja. Ärger. Schöne Grüße an Gentleman Clubs, Barber Clubs. Gentleman war was. Schöne Grüße an Elmar, Felix und Johnny Vielleicht komme ich auch mal vorbei. im Ich habe es Bauershop. auch nötig. Ja, und nun geht es sich los. Und zwar mit dem ersten Film, den Peter gesehen hat, den ich nicht gesehen habe. Emily. Peter, dein Eindruck? Ja, zunächst mal Emily. Das ist der Film, der sozusagen das ganze Fantasy-Filmfest einleitet. Nicht In nur Köln als, zumindest. nicht nur als, ja, abgesehen davon, ich meine jetzt nicht nur als Film, sondern auch was das Programm ansonsten angeht. Denn es ist eines der vielen Debütfilme des Festivals. Das ist der erste Debütfilm von Michael Tallon. Das ist einer, der hat hauptsächlich bis jetzt Videoproduktionen gemacht, nichts Großes. Das war aber auch einer der Filme, die auch wieder übersee sehr gehypt wurden und deshalb auf dem Fantasy Filmfest gezeigt wurden. Dem Hype ist er leider nicht wirklich gerecht geworden. Mehr als Sarah Bolger in der Rolle einer Babysitterin, die im Prinzip den ganzen Film lang kleine Kinder penetriert, hat er viel. Penetriert. Ja, aber das war das zum Beispiel. Ich habe auch den Trailer gesehen Ja. und musste sagen, das sah sehr interessant aus. Ne? Da hast du da diese Schauspielerin, die das offensichtlich im Trailer zumindest sehr, sehr gut macht. Ja, definitiv. So eine Psycho-Babysitterin spielt und da die Kinder zumindest malträtiert oder halt psychisch vor allem auch Ja. unter Druck setzt. Also ich würde schon fast sagen, es ist teilweise sogar ein bisschen psychologischer Torture-Porn. Im Prinzip ist es eigentlich ein relativ atmosphärischer Home-Invasion-Thriller. Der verzichtet halt größtenteils auf Scare-Moments, also Jump-Scares oder sonst was. Und konzentriert sich halt so auf auf die Atmosphäre, auf das Zusammenspiel der Babysitterin mit den Kindern, auf die sie aufpassen muss. Was allerdings leider so völlig untergeht, sind die Eltern. Es wird halt immer hin und her geschnitten zwischen dem, was halt die Babysitterin mit den Kindern macht und den Eltern, die halt gerade einen netten romantischen Abend verbringen, allerdings dabei halt ihre Kinder völlig vergessen. Gutes Und Alternativprogramm, ja. weil ich es sehr schade fand, weil sie halt wirklich alle 10, 15 Minuten immer wieder zu den Eltern rüberseppen. Aber das hat halt überhaupt nichts mit der Handlung zu tun, führt die nicht voran und Zeitfüller, um auf die 90, 100 ja, Minuten ich zu weiß nicht, kommen. also am Anfang macht es den Eindruck, als hätten sie sich da was bei gedacht, weil so kurz ein bisschen der Hintergrund versucht wird zu beleuchten. Mein Gott. Aber das verliert sich auf halber Strecke und das ist sehr schade, weil der Film in der ersten Hälfte des Films ist sehr großartig. Vor allem sehr cool inszeniert. Die Jungdarsteller auch wieder, das war, ich weiß nicht, ich glaube, I Declare War war so der letzte Film, wo Ja, mit die. sowas steht und fällt das ja meistens. Ja, Ne? Da war I Declare War auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie das richtig gut aber funktionieren da hat es kann. halt aber auch in anderen Aspekten funktioniert Ja, und nicht nur definitiv. bei den Jungdarstellern.
Er spielt dann ganz nett mit dem Slasher-Motiv des Babysitters, kehrt das alt um. Führt aber dann zu einem doch relativ generischen Ergebnis. Ja, nüchternes Ende. Ja, okay. Ja, das Ende ist völlig unspektakulär. Und da tauchen dann auch Figuren auf, die im Film völlig vergessen wurden. Mhm. Bescheuert. Also war eine. Insgesamter Eindruck dann? Insgesamter so Eindruck. Medium. Mäßig. Ja, also ich würde fast sagen Mittelmaß. Okay. Ja, nicht, kein super Auftrag fürs Festival. Nee, kein guter Auftrag. Wie ging es denn weiter? Der nächste Film, der hatte mich sehr interessiert. Das ist der Moonwalkers. Weil er mit einer Idee spielt, beziehungsweise einer Verschwörungstheorie. Sehr angesagt momentan auch, ja. Ja, schon immer. Ich aber seitdem es Internet gibt, ist ja total durch die Decke gegangen. Da kannst du ja ganze YouTube, kannst du ja... Ja, klar. Und seitdem kann man ja auch, können die wenigsten Leute auch noch differenzieren. Dazu muss ich aber auch sagen... der Film basiert halt auf einer Mockumentary von William Carroll, so ein Tunesier. Der wurde dafür auch mit dem Alfred Grimme-Preis belohnt. Und das völlig zu Recht, weil der Film es selbst bei mir geschafft hat, Wahrheit zu suggerieren. Also da geht es halt um die Fake Mondlandung. Mondlandung. Mit der Idee, dass Kubrick von der amerikanischen Regierung beauftragt wurde, diese zu faken, also halt Aufnahmen davon zu machen, um im Fall, dass die Mondmission scheitert oder die Übertragung auf die Erde nicht funktioniert, man Bildmaterial liefern konnte. Alles klar. Hat diese Mockumentary denn mit dem Moonwalkers letztlich zu tun? Der ja letztlich nur ein deutscher Film ist. Okay. Letztlich nur die Idee. Also wir haben halt in der Hauptrolle Ron Perlman, Hellboy Ron Perlman als CIA-Agenten mit Vietnam-Vergangenheit. Aha. Und den Ron Weasley Rupert Grind, also von Harry Potter, dieser Ach, der Fuss, der Sidekick. Der Fuss von Harry Potter. Genau. Entschuldigung, darf man das sagen? Darf man. Ja, Internet, ne? Ja. Der spielt einen erfolglosen Bandmanager, Rockbandmanager und... er wittert die Chance dadurch, dass er mit einem Agenten verwechselt wird, der von Ron Perlman beauftragt werden soll, halt diese Fake-Moon-Landung zu filmen. Ne? Okay. Ron Perlman versucht halt als dieser CIA-Agent Kubrick für dieses Projekt zu gewinnen und wird dann halt verwechselt und der Rupert Grint muss dann halt seinen Kumpel, der dem nicht wirklich ähnlich sieht, aber... Okay. So phänotypisch schon relativ. Also, ist auch rothaarig. Oder was? Nein, den Kubrick sieht er ähnlich. Ach, den Kubrick. Entschuldigung. Der Kubrick jetzt... muss ja verkauft werden. Ach so. Ja, und wittert halt das große Geld, weil natürlich die CIA dafür Unmassen an Geld zur Verfügung stellt und versucht dann halt diesen Film auf die Beine zu stellen. Das größte Highlight des Films ist allerdings der zweite Kubrick-Ersatz, nachdem halt auffliegt, dass er Fake Kubrick ist. Das war der Belgier Tom Endenaert. Aber ansonsten ist das eigentlich ein blöder, der ist nicht wirklich lustig. Das einzige Coole ist halt im Prinzip... Ist es denn als Komödie aufgezogen? Das ist als Komödie aufgezogen. Okay. Es ist ein Fantasy-Filmfest, aber ist da irgendwelche, bis auf die... gefakte Mondlandung ist da jetzt gerade. Du hast halt noch großen Gewaltgore drin. Ach, okay. Also der Perlman, der schießt halt auch mal halbe Köpfe weg. Okay. Ja, das ist hin und wieder ganz nett, aber. Funktioniert in der Mixtur nicht. Ja, der hat auch keinen so richtigen roten Faden, der verliert sich dann am Schluss im Prinzip in einem einzigen Drogenrausch. Schwankt dann auch so ein bisschen in den Slapstick ab, wenn der Perlman Acid und andere Drogen untergejubelt bekommt. Leider einer der schwächeren Filme. Also zum Auftakt erstmal so Mittelmaß und dann noch schwächer und dann hat man eigentlich schon keine Lust mehr und will nach Hause gehen. Richtig. Machst du aber nicht, denn du bist... Ja doch, also ich bin nicht nach Hause gegangen. Der nächste Film wurde ausgesetzt, das war glaube ich Pandemic. Ein Epidemiefilm habe ich mir einfach mal geschenkt. Dann kam einer, den ich mir unbedingt anschauen wollte, mit The Witch. Ja, der wurde... sehr, sehr gehypt. Ja. Ganz, ganz, das war auch der schnellst ausverkaufteste Film aller Zeiten bei den Nights. Fantasy-Filmfest. Oder Nights. Beim Filmfest, ja.
Generell des Festivals. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ich war den ganzen Samstag ja nicht da, weil ich auf der Hochzeit war. Ja, The Witch, müssen wir noch gucken. Habe ich aber auch im Nachhinein, also ja, es gab Bewertungen, die ihn total hochgelobt haben und einige, die gesagt haben, ja, ist in Ordnung. Wir sind gespannt, vielleicht liefern wir das nochmal nach oder so. Mal schauen. Ja, dann kam allerdings der letzte Film des Tages, des Samstags. Und das war, darf ich das schon vorwegnehmen? Das war für mich der beste Film am ganzen Festival. Der beste Film auf dem ganzen Festival? Der beste Film am ganzen Festival. Mit Abstand fast sogar schon. Ja, ich habe auch viel Gutes gehört über The Lobster. The Lobster von Giorgos Lantimos, einem meiner Lieblingsgriechen. Giorgos, meinst du? Giorgos. Einer meiner Lieblingsgriechen. Der hatte mich damals schon mit dem Dogtooth beeindruckt. Das war ja auch meine zweite Kritik, die ich ihm als geschrieben habe. Das war ja eine schöne Parabel über erziehungsethische Grundsätze. Hat mir schon sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, es ist auch einer der wenigen europäischen Regisseure der jüngsten Zeit, mit denen ich halt gern meine Abende verbringe. Oh, krass. Kein Alex de la Iglesia. Kein Coen Mortier. Ja, gut. Nicht diejenigen ja, von der Anne. Alex natürlich, aber das ist schon ein bisschen, schon fast eher Nostalgie. Also so die alten Filme waren für mich halt schon eine Nummer für sich. Na gut, gibt viele gute europäische Regisseure. Ja, klar. Aber in letzter Zeit gehe ich am liebsten mit dem Jorgos ins Bett. es ist auf jeden Fall eine sehr nette und völlig andere Liebesgeschichte, als man je gesehen hat. Hier wird unerlaubtes Single-Dasein, wird mit einer Transformation in ein frei wählbares Tier bestraft. Was würdest du denn wählen, Peter? Kein Lobster. Kein Lobster. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann mich an die Argumentation erinnern, warum er unbedingt ein Lobster. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde eine Katze werden. Ja, Katze ist gut. Rumchillen, Leute ärgern. Ja, das ist aber natürlich. Hummer, ist das nicht das Hummer oder kommt es nicht bei Friends auch vor? You are my lobster? Du guckst ja Friends nicht oder hast du es nicht geguckt? Dass die auch so ewig zusammenbleiben oder sowas. Falls es nicht stimmt, schneiden wir das später raus. ja, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist das eine schöne Abhandlung über Liebe und Partnerschaft. Aber es ist halt auch eine schöne Reflexion über gesellschaftliche Konventionen. Viele Leute haben darin auch so eine Kritik an den modernen Partnervermittlungen gesehen, wo halt mit Algorithmen versucht wird, ähnliche Partner zu finden. Davon halte ich jetzt auch nicht viel, muss ich ehrlich sagen. In dem Film treiben sie es halt wirklich auf die Spitze. Da werden halt zwei Blinde zusammengebracht. Wenn dem einen fehlt ein Arm, dem anderen fehlt ein Bein, ja, passt perfekt zusammen. So ein Quatsch. Halt sehr ironisch. Aber ich finde halt, man findet darin noch viel mehr, weil das nur ein Parameter von seiner soziologischen Gleichung, die hier im Prinzip im ganzen Film aufstellt, darstellt. Darin findet man noch so viel mehr in diesem Film. Der ist, also finde ich persönlich, der ist von der ersten Minute bis zur letzten Minute so gut durchdacht. Du findest in jeder Einstellung, in jedem Blick, in jeder Geste, in jedem gesprochenen Wort findest du eine Bedeutung. Ist das dann Kunst, so sehr Kunst, gewollte, oder ist das wirklich so, dass man sagt, kann man sich echt noch gut angucken, dass der auch unterhaltsam ist, oder ist das wirklich so für so Filmfreaks wie uns, die wirklich sehr Genre- oder Nischen-spezifisch gucken? Ja, ich habe bis jetzt erst auch mit einer Person über diesen Film sprechen können, weil den ja wahrscheinlich auch noch kaum einer sehen konnte. Also ich glaube, dass der breit funktioniert, weil er halt... Er ist relativ philosophisch, aber er ist halt so philosophisch verständlich, dass der Otto-Normalverbraucher das halt auch versteht. Wird ja auch vielen dem Mainstream-Publikum oder vielen Mainstream-Guckern, Kinogängern wahrscheinlich auch nahegebracht, dadurch, dass in der Hauptrolle ist Colin Farrell. Ja. Und sind noch ein paar andere ganz gute Schauspieler. Rachel Weisz. Genau, also bekannte Schauspieler zumindest. Lea Lemox, so eine nette Französin, was kann ich sagen? Lea Suox. Okay. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, für mich ein schöner Film, den ich jetzt auch nicht weiter sprechen brauche. Eine Top. absolute Empfehlung. Beide Daumen hoch. Solange du sie noch hast. Nächster Film. War dann am nächsten Tag.
ging's weiter. Am nächsten Tag ging es weiter. Wir machen jetzt allerdings einen kleinen Cut, weil den nächsten Film habe wieder nur ich gesehen. Wir gehen jetzt über zu einem Film, den wir beide gesehen haben, von einem Regisseur, den wir auch schon auf den letzten Fantasy Film Festival, glaube ich, mit Blue Ruin. 2014. Ach, ist doch schon doch so lange her. Fantasy Filmfest 2014. Da hat James Saulnier, ein US-amerikanischer Regisseur, hat seinen zweiten Spielfilm Blue Ruin gezeigt. Ich war sehr, sehr angetan davon. Ein Mann, der wirklich Atmosphäre so dicht präsentieren kann, dass man da nicht mal mit einer Kettensäge durchkommt. Und einfach mit, also es ist mit Leichtigkeit inszeniert, allerdings schwere, tragende Themen behandelt und auch langsame, unaufgeregte Bilder einfach benutzt, um heftige Sachen zu präsentieren. Damals war es eine Rachegeschichte bei Blue Ruin, jetzt haben wir mit The Green, Green Room heißt er. Heißt er The Green Room? Nee. Nein, Green Room heißt er. Da kommt man durcheinander. Es gibt The Room. You are tearing me apart, Lisa! Dann, den besten Film aller Zeiten. Entschuldigung. Dann gibt's Room, den Oscar-Anwärter letztens, und es gibt Green Room. Mann, da muss man erstmal durchblicken. Auf jeden Fall gibt es jetzt von James Saulnier Green Room. Den haben wir beide gesehen. Er hat jetzt mehr Budget zur Hand gehabt, hat auch mehr bekanntere Schauspieler dabei gehabt, unter anderem Patrick Stewart, den die meisten natürlich als Captain Jean-Luc Picard von der Next Generation Enterprise kennen. Genau, oder von Sinnlos im Weltraum definitiv auch kennen werden. Nichtsdestoweniger trotz, wie Peterchen gerne sagt, es geht hier um eine Punkband. Im Prinzip, die Handlung ist so, Punkband ist auch unterwegs zu Gigs, wird da wie immer ausgenommen oder halt, wie das so ist, wie jeder, der schon mal Musik gemacht hat, so wie ich, und der schon mal unterwegs war, weiß, es gibt scheiß Locations, es gibt Leute, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen, es gibt Leute, die nicht bezahlen wollen. Und dieses Schicksal, ja, das ist deren Welt, aber die machen das einfach aus Überzeugung, und das merkt man auch, diese ganze Exposition, die erste Viertelstunde, die man mit der Band in einem Tourbus verbringt, ja, zeigt wirklich dieses Leben sehr, sehr authentisch. Jeder, der es schon mal gemacht hat oder Leute kennt, die das gemacht haben, kann das nachvollziehen. Ja, das ist auf jeden Fall mit viel Liebe zum Detail gemacht. Und dann geht's, weil ein Gig nicht funktioniert hat, derjenige, der Booker das dann aber gut machen will, schickt die zu so einem Gig von Rechtsextremen oder von einer rechtsextremen Gruppierung. Und das ist alles nicht so klar. Da sollen die halt spielen. Ist nicht deren Sache so, das verfolgen sie nicht so gerne und ja, legen sich dann erstmal mit dem Publikum an, indem sie Nazi-Punks Fuck Off von Dead Kennedys spielen, covern. Und ja, aber nichtsdestotrotz, Gig ist zu Ende, dann wollen sie wieder los und dann durch einen blöden Umstand bleiben sie. Sie haben das Handy vergessen. Das Handy im Green Room, ne? Im Aufenthalt. Ja, die Dame der Band hat das Handy vergessen, war nicht mit den Gedanken beisammen. Werden sie Zeuge eines Mordes und werden festgehalten, weil sie da einfach jetzt nicht weg dürfen. Da entsteht dann ein Belagerungskammerspiel, ja, genau, kann man sagen. Ja. Es geht da jetzt darum, dass diejenigen, bei zum Beispiel Assault on Precinct 13, ist es ja so, dass die Verteidiger gegen die Leute, die rein wollen. Jetzt geht es darum, dass sie irgendwie rauskommen wollen. Alles ein bisschen ähnlich. Ja. Und es wäre allerdings jetzt unfair zu sagen, das nur darauf zu begrenzen, zu sagen, das ist ein Belagerungsdrama oder das ist irgendwie so ein bisschen Invasion, Home Invasion ist es ja nicht, aber oder nur Drama. Saulnier schafft es, da sehr, sehr viele Facetten und sehr, sehr viele Genres zusammenzubringen und da das sehr, sehr homogen darzustellen. Das ist wirklich in wieder mal unaufgeregten Bildern, obwohl auch immer wieder Gewaltexzesse herausbrechen und vor allem herausstechen. Das ist insgesamt einfach unglaublich spannend. Ich habe richtig mitgefiebert. Und da ist dann auch, die Gewalt ist halt echt spürbar. Das ist normalerweise, ich bin sehr abgestumpft, was so Gewalt angeht. Woran macht das wohl liegen? Oder Gewaltdarstellung, ja, sagen wir mal besser so, Gewaltdarstellung auf der Leinwand oder in Filmen generell und in Serien. Da habe ich schon alles Mögliche an Blut und Innereien und Extremitäten und Köpfen rumfliegen sehen. Aber wenn es da ist, ist es wirklich, das ist einfach authentisch rübergebracht. Das ist hat eine fiese, harte, düstere Atmosphäre. Da fiebert man so mit, da bin ich total zusammengeschrocken, als der eine dem anderen den Arm bricht zum Beispiel. Da bin ich mal kurz, das ist, passiert mir sehr selten. Der Film hat mich so mitgenommen, das schafft dieser Regisseur, der Saulnier, kann ich nur nochmal sagen, also richtig
super, hat mich wieder mitgenommen. Wenn man jetzt von dem Aspekt her geht, ja, ist ein Belagerungsding, dann könnte man jetzt, wenn man Kritik anbringen möchte, könnte man sagen, ja, bringt dem Genre jetzt nichts Neues. Mhm. Allerdings ist er immer auf Trab, der Film. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt Stunden in diesem Raum sind und sich da langweilen und nicht wissen, es passiert immer etwas. Ja. Es kommt Patrick Stewart, ist er der spielt den Haupt, den Obernazi quasi. Und er ist da sehr, sehr, sehr ruhig und bestimmt und hat immer den Plan. Er ist da so die Instanz. Und ja, der einzige oder der oberste Verhandlungspartner auch für die Band, die da gefangen ist. Da hätte man zum Beispiel, ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, da hätte man vielleicht noch erwarten können, dass er so ein bisschen mehr aus ihm rausholen. Er spielt halt sehr, sehr kühl. Das soll die Rolle auch, so soll die auch sein. Hätte man aber vielleicht noch, wenn man schon so einen Schauspieler zur Hand hat, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr geben können. Auch gegen Ende ist es ja, ohne jetzt spoilern zu wollen, reagiert er ja immer sehr, sehr ruhig, nüchtern, fast schon unterkühlt. Nun gut, also hat mich von vorne bis hinten, war ich halt dabei, ob das jetzt die Exposition ist mit der Band, das ist sehr authentisch, die Atmosphäre ist immer da. Danach wird er unfassbar spannend. Das Tempo stimmt, das Pacing ist unfassbar gut, weil es immer wieder was zu entdecken gibt. Es gibt immer passiert etwas, wo sich die Gruppe wieder neu darauf einstellen muss. Ein neuer Plan, der ausgeheckt wird. Die äußeren Umstände ändern sich. Das heißt, die Nazi-Gruppierung muss wieder was ändern, weil dann die Polizei vorbeikommt und weil sich noch herausstellt, dass es einen Maulwurf gibt. Und dann ändert sich wieder die ganze Prämisse. Für mich persönlich war einer von beiden, von zwei Filmen, die ich gesehen habe. Für mich war das ein super Einstieg ins Fest, in die Nights dieses Mal. Blue Ruin von James Saulnier kann ich absolut empfehlen. Top. Peterchen hat auch gesehen, der darf jetzt auch mal zwei Sätze dazu sagen. Oh ja, möchte ich gar nicht viel zu beisteuern. Außer dass Anton Yelchin. Ah ja, ja, genau, stimmt. Habe ich auch wieder erkannt. Der ist so ein bisschen mit Pavel Chekhov, finde ich, so ein bisschen vergeudet. Ja. Die ist ja. Die füllt da ganz gut aus, die Rolle. Die ist auch ein bisschen lustig angelegt. Aber ich finde, das ist ein guter Schauspieler. Und ich finde, der hat hier auch wieder das beweisen können. Ich kenne jetzt noch nicht viel von dem. Otto Thomas hat auch ganz gut gespielt. Der Film war jetzt nicht so toll, aber man merkt halt in vielen Filmen, dass das wirklich ein Talent ist. So unter den wirklich jungen Darstellern, finde ich, ist das schon einer mit sogar noch Potenzial nach oben. Das sehe ich auch so. Von ihm erwarte ich mir auch noch ein bisschen mehr. Hat er hier auch wieder abgerufen. Ist allerdings die eine Sache, er ist halt der bekannteste Schauspieler aus der Punk-Band-Gruppierung. Deswegen ist irgendwie relativ früh klar, also wenn man ihn schon gesehen hat in anderen Filmen, dass er wahrscheinlich dann da so die Hauptfigur einnehmen wird, den Protagonisten. Er macht das total super und das schmälert auch die Geschichte gar nicht. Will ich auch überhaupt nicht. Das ist kein großer Negativpunkt, ich will den Film gar nicht kleinreden. Was ich nur hervorheben möchte, ist auf jeden Fall die Dramaturgie. Die war wirklich sehr schön, der hatte einen wunderschönen Spannungsbogen. Und halt auch nochmal unterstreichen, dass die Gewaltdarstellung bei ihm nicht zum Selbstzweck verkommt, sondern nicht nur ästhetisch sehr schön rüberkommt. Also ich fand die Effekte auch sehr cool, sehr authentisch in dem Film. Der zeigt halt Gewalt in seiner reinen Form. Also so wie es ist, nicht schön, nicht lustig, unangenehm und teilweise auch überflüssig. Genau. Das ist teilweise eigentlich immer überflüssig. Sollte normalerweise überflüssig sein. Ja, lass mich raten, das ist dein zweiter Lieblingsfilm von diesen Fantasy Film Nights. Ich habe zwei gesehen, ich fand beide fantastisch. Ja, Green Room ist definitiv unter den Top 2. Hast du dir auf jeden Fall die Perlen rausgesucht? Von vieren, muss ich sagen. Ja, Lobster hätte ich auch gerne geguckt. Ja. Ging leider nicht, werde ich nachholen. Ja, der hat auch legal. Schon legal. Der hat auch schon einen Verleih gefunden. Ich meine, der einzige Film, der noch keinen Verleih gefunden hat, ist Emily. Ist jetzt auch nicht ganz schade drum. Kann man sich dann demnächst für das Heimkino besorgen. Ja. Ich besorge es euch jetzt sorgenfrei mit einem dänischen Zombie-Film. Oh, es gibt nichts in diesem Satz, was ich nicht mag. Dänisch Zombie-Film. Genau. Sehr gut, Peter. Ja, es spielt leider nicht Mads Mikkelsen mit. Mads Mikkelsen Hannibal hat leider keine Rolle bekommen. Ist aber auch, dafür ist der Film einfach viel zu klein. Der läuft unter dem internationalen Titel What We Become. Ist der einzige Film aus 2016, alle anderen sind 2015 erschienen. Also ist der aktuellste. Der aktuellste. Es ist der dritte Debütfilm nach
Emily und Moonwalkers, jetzt das Debüt von Bo Mikkelsen. Auch wieder so einer. Kyle Michelson. Ja, und die Dänen kriegen jetzt auch mal ihre Zombie-Apokalypse. Auf jeden Fall bricht halt ein Virus aus. Er streckt sich halt über eine komplette Vorstadtsiedlung, das ist zumindest das, was wir sehen. Die komplette Stadt wird unter Quarantäne gestellt. Da werden halt überall, alle Häuser werden betucht. Abgedeckt. Ja. Und dann hast du halt teilweise, nachdem wir eine relativ lange Exposition haben, wo die Figuren halt auch cool eingeführt werden, lässt sich halt auch Zeit dabei. Vor allem die eine Familie, die dort geschildert wird. Und dann entsteht halt so ein kleines Kammerspiel. Das kann dann aber wieder ausbrechen, weil die Figuren halt auch sich die Frage stellen, so von wegen, ja, lassen wir das jetzt mit uns machen? Wir kriegen keine Informationen. Die Regierung hält halt jegliche Informationen zurück und die Leute müssen das halt erfahren, das über Fernsehen, Radio und sonst was. Aber überlegen sich dann halt auch mal, sollen wir das glauben, weil sie halt auch erstmal gar nichts wirklich davon mitkriegen. Sollen wir dann gegen dich vielleicht eher rebellieren? Und wenn es dann soweit ist, wollen wir Hilfeleistungen bieten oder wollen wir uns halt wirklich in den eigenen vier Wänden isolieren? Also im Prinzip ist es ein sehr einnehmendes, kleines Zombie-Drama mit einer netten, kleinen Liebesgeschichte, die halt wirklich komplett ohne Kitsch auskommt. Das ist mal... Ist was Neues für das Genre vielleicht, aber... ist generell mal schön. Ja, für die Dänen jetzt nicht unbedingt neu. Ne? Ja. Der ist teils sehr lustig, teils ironisch, ansonsten ist er aber auch durchweg mit einem ernsten Unterton belegt. Besonders weil es halt die Fragen angeht, Hilfeleistung, Isolation, Systembeugung oder Rebellion. Der lebt halt hauptsächlich auch von der Atmosphäre, auch wieder kein Film, der... dich erschrecken möchte, wenn was von der Seite um die Mauer herkommt. Es geht nicht um die Monster, um dieses Ding, sondern es geht wieder um die Menschen. Genau. Das Menschliche. Die Menschen sich untereinander. Genau. Das Menschliche. Ja. Genau, das Menschliche ist immer das Wichtige. Das ist richtig. Wir haben einen sehr coolen Cast. Ich muss sagen, ich habe nicht einen davon gekannt, aber das wird sich ja vielleicht ändern. Ein toller Cast. Vieles passiert im Off, sodass man teilweise sich auch so ein bisschen in die Person reinführen kann, weil wir halt die Informationen ähnlich spät kriegen wie die Figuren. Das hilft halt so ein bisschen bei der Partizipationsmöglichkeit. Ansonsten hat mir vor allem gefallen, dass es halt wirklich mal ein Zombie-Film ist, der relativ ernst angelegt ist. Und es schlägt wieder so durch, dass so im Moment haben wir, glaube ich, so eine Welle cooler Sinti-Soundtracks. Oh, es geht wieder zurück in Richtung Carpenter und wie heißt er nochmal von Dawn of the Dead? Goblin. Ja, Goblin, ja. Beziehungsweise Claudio Simonetti. Sehr cooler Soundtrack auch wieder. Ich bin ja so ein Soundtrack-Fan. Das war auf jeden Fall ein netter Film, den kann man sich sorgenfrei anschauen. Sehr gut. See what you did there. You see. Ja, den nächsten Film habe ich auch nicht gesehen. The Survivalist. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ja, ich war unterwegs. Ich war auf einer sehr schönen Hochzeit. Nee, zu dem Zeitpunkt saß du. Zu dem Zeitpunkt war ich im Zug auf dem Weg zurück. Auf dem Weg zu dir, liebes Peterchen. Um mit dir wieder ein paar Filmchen zu gucken. Ich bin geschmeichelt. Ja, sollte es auch sein. The Survivalist. The Survivalist. Go. Es ist der dann bei meinen geschauten Filmen schon der 14. Debütfilm von einem Briten, meine ich, Stephen Fingleton. Es ist für die Fantasy-Film-Nights auch nicht unwahrscheinlich, dass wir wieder einen Apokalypsen-Film sehen, dystopische Zukunftsversion, der allerdings so ein bisschen mit den Hintergründen geizt. Man sieht halt am Anfang zwei Graphen, die Entwicklung der Weltbevölkerung im Hinblick auf die Erdölgewinnung. Und der Erdölgewinnungsast, der fällt halt irgendwann ab und dann fällt natürlich auch die Kurve der Weltbevölkerung, weil wir halt immer noch vom Erdöl abhängig sind. Mehr erfährt man jetzt erstmal nicht. Im Vordergrund steht ein junger Mann, gespielt von, ich muss mal ganz schauen, Martin McCann. Den habe ich nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen. Sagt mir gar nichts. Ja, sollte es aber. Ich habe
auch noch nichts von dem gehört, aber er ist angekommen. Super Schauspieler. Ja? Der trägt den kompletten Film alleine, weil es sind in dem Film spielen mehr oder weniger drei Personen. Also sehr minimalistisch, was die Inszenierung angeht, was das Setting angeht, war ein relativ günstiger Film. Drei Figuren, abgesehen natürlich von ein paar Leuten, die dann am Schluss dann noch ein bisschen mitmischen. Sehr eindringliche Schauspieler, in seiner Gestik, Mimik und vor allem in seinem Blick spiegelt sich im Prinzip die ganze Welt, die der Film schildert, komplett wider. Also wir brauchen halt eigentlich kaum einen Plot in diesem Film, den wir halt auch nicht haben, weil sich halt wirklich alles in seinem Gesicht abspielt. Und das finde ich sehr cool. Wow. Der Film kommt ohne Dialog aus. Selbst wenn die Menschen, die drei miteinander agieren, funktioniert das häufig auch eher über Gestik. Es wirkt teilweise ein bisschen merkwürdig, besonders wenn wir ihn halt bei seinem Survival-Trick, sag ich mal, beobachten. Wenn es darum geht, möglichst viel Düngemittel irgendwie zu besorgen. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Naturdünger? Geht das in die Richtung Naturdünger? Okay, könnte ich mir jetzt vorstellen. Könntest du dir auf jeden Fall vorstellen. Der Film, also ich möchte jetzt zwei Sachen sagen. Ich glaube, dass der Film bei vielen Leuten nicht funktionieren wird, weil die Leute brauchen heute einfach Action. Also die Leute brauchen irgendwas mehr in den Raum geworfen als Bilder, Motive, Gedanken. Du meinst, der Zuschauer heutzutage muss mehr an die Hand genommen werden, muss mehr geführt werden und braucht wahrscheinlich auch Erklärungen und bekannte Gesichter. Ja, viele sagen, also ich muss Schauspieler kennen oder so. Ja. Vielleicht habe ich jetzt mal in den Ring geworfen. Das ist Nummer eins. Und das zweite? Und das zweite ist, Leute, die sich gerne Filme anschauen, wie wir und auch andere, die man so kennt, die werden mit diesem Film überhaupt kein Problem haben. Das heißt, die einen brauchen Ausdauer. Und ich habe auch, nach 10 Minuten habe ich auch gedacht, ich brauche unfassbare Ausdauer für den Film, weil einfach nichts passiert. Aber das ergibt sich so schnell. Das könnte ich sogar ein bisschen mit Dogtooth, Quatsch, mit, wie heißt der von Lars von Trier? Melancholia? Nee, der Dogville. Dogville. Ja, das war so kein Setting, nur auf dem Boden gemalte Skizzen von einer Stadt. Kein Bühnenbild, aber das brauchst du halt teilweise auch nicht. Wenn die Inszenierung stimmt, wenn die Erzählweise stimmt, der Film geht 104 Minuten, also Survivalist, der hat nicht eine Länge. Das ist unfassbar. Da gibt es schon Filme, die mit 80, 90 Minuten definitiv derbe nerven können, ja. Und er zeigt halt auch wunderschön die Notwendigkeit von Gesellschaft auch in der Welt, in der sich die meisten so ein bisschen abschatten, weil halt die Ressourcen so gering sind. Das heißt, es wird halt hauptsächlich auch zu einem Spiel um Vertrauen, ein Abwechslungsspiel, ein Spiel zwischen Vertrauen und Misstrauen. Ja, ich möchte das noch zum Abschluss bringen. Der Film ist eine absolut ruhige, nüchterne, unspektakuläre, minimalistische, aber vor allem halt auch beeindruckend visuelle Erzählung, Inszenierung. Und eine coole Empfehlung. Ja, das war The Survivalist. Das war der zweite Film am Sonntag. Mhm. Der dritte Film am Sonntag war der Green Room. Und der vierte Film war The High Rise. Den wir auch zum Glück zusammen sehen durften. Den durften wir zusammen sehen. Genau, mit unserem Kumpel Tom. Der war auch da. Schöne Grüße an der Stelle. High Rise, ein Film von Ben Wheatley. Der ist ja auch no stranger to the Fantasy Film Fest or to the Fantasy Film Fest Nights. Ben Wheatley, ein britischer Regisseur, der mich mit seinem Debüt Kill List total genervt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich nicht gut, da hat man so Versatzstücke hingeworfen bekommen. Der ist am Anfang relativ spannend und da muss man sich das alles irgendwie selbst zusammenbasteln, aber irgendwie passen die Stücke nicht und irgendwie ist das irgendwie alles total wirr. Einige sagen, das ist große Kunst, ich sage, das ist großer Mist. Ganz genau. Danach kam aber Sightseers, den ich total abfeiere. Sightseers ist ein wunderbarer Film, eine herrlich düstere, also gibt es noch ein düsteres Wort als düster? Ich weiß gar nicht, ist keine schwarze Komödie, es ist eine finstere Komödie, muss man mal sagen, die auch sehr brutal ist.
Hat er super gemacht. A Field in England habe ich nicht gesehen, habe ich aber von vielen gehört, dass das Kunst der Kunst willen ist. Deswegen habe ich ihn mir auch nicht angeguckt. Ja. Aber jetzt kam High Rise, eine Buchverfilmung. Ein Buch, das Tom zum Beispiel gelesen hat, unser James Kumpel. James Graham Ballard. Ballard, ja. Genau. Das, der hat schon, das ist aus den 70er Jahren. 75 meine ich, genau. Ja, aus den 70er Jahren. Und in den 60er, 70ern spielt er auch. Ne? Ja, genau. In den 70ern spielt das alles auch. Das wird nicht gesagt in dem Film. Das sehen wir aber anhand der Kleidung, der Frisuren, und der Partys, der Ausgelassenheit. Das ist alles noch so ein bisschen Hippie angehaucht. Und eigentlich geht es darum, wir haben ein Hochhaus, das High-Rise. Und da werden einfach analog zur Gesellschaft, sind es verschiedene Schichten pro Etage. Je höher man kommt, desto höher die Schicht, desto reicher die Bewohner. Ja, unten halt, ne, die Arbeiter, die Unterschicht, die alles machen müssen für die Obrigen. Dann geht's weiter, dann haben wir die Mittelschicht, die irgendwie die eine ganz große Rolle spielt in dem Film, klar, weil sie oftmals gar nicht mitkriegt, dass sie von der oberen Schicht benutzt wird, um gegen die untere Schicht zu wirken oder dass es überhaupt eine Auswirkung hat, was sie machen. Ja, und bis nach ganz oben, bis zu Top, da ist halt der Architekt, der sogar ein, nicht nur dieses High-Rise bauen will, sondern eine komplette, so eine kleine Siedlung. In der Hauptrolle haben wir Nummer 1 James Bond-Anwärter Tom Hiddleston, der schon in The Night Manager und als Loki total überzeugt hat, muss man sagen. Er ist hier die Hauptfigur, was er auch sehr, sehr gut spielt und zur Freude jeglichen Geschlechts sehr, sehr freizügig agiert, muss man sagen. Da gibt es für viele Menschen, die da interessiert sind an Tom Hiddleston, auf jeden Fall einiges zu gucken. Finde ich aber zum Beispiel, die Figur ist wichtig, ist aber nicht die interessanteste in dem ganzen Film. Ich finde Luke Evans vom Schauspiel und von der Importance, von der Wichtigkeit der Figur, finde ich ihn zum Beispiel noch ein bisschen wichtiger. Ja, er ist ja einer von der unteren Schicht, der sich dann quasi nach oben kämpft. Ja, doch, ist er. Ja, das ist generell ein sehr, sehr visueller Film, der wirklich hauptsächlich über Bilder erzählt. Obwohl wir die Dialoge sind auch nicht unwichtig, will ich sagen. Allerdings wird dann viel passiert dann einfach. Da hat Tom zum Beispiel gesagt, es wäre gut, das Buch gelesen zu haben. Ja. Ich finde, also ich habe es jetzt trotzdem irgendwie nachvollziehen können. Irgendwann gibt es halt eine Rebellion. Dann die unteren Schichten agieren gegen die oberen und fordern halt Platz ein. Und in dem Fall ist es dann das Schwimmbad zum Beispiel und kämpfen sich Stockwerk für Stockwerk hoch. Dann gibt es eine Riesenanarchie, was dann halt, ne, sich dann irgendwann kulminiert in einem großen Endkampf sozusagen. Dann wird es am Ende, das ist das Einzige, was mir, also ich finde das bis dahin war alles fantastisch. Das war schön erzählt, das war, die Bildsprache war super, die Schauspieler. Wir haben die Creme de la Creme der britischen TV- und Kinogarde da. Das sind wirklich aus allen möglichen Serien von Peepshow, von The League of Gentlemen, von Spaced und natürlich Tom Hiddleston und Luke Evans. So viele bekannte Schauspieler und Jeremy Irons. Ach so, ja, Sienna Miller, Jeremy Irons ist der Architekt, ja, hätte ich fast vergessen. Also fantastische Schauspieler. Gut, in Großbritannien nicht so schwer zu finden, aber da ist wirklich so die Creme de la Creme am Start. Und super erzählt, ein Film, der wirklich der mitnimmt. Der hat mich wirklich von Anfang an einfach gepackt, mich da durch dieses ganze Hochhaus geschliffen und am Ende auf den Boden geklatscht und ich fand es aber irgendwie, ich fand es einfach gut. Das hat Spaß gemacht, das hat zum Nachdenken angeregt, mal wieder, das war einfach Unterhaltung, nicht einfach Unterhaltung, es war anspruchsvolle Unterhaltung, die leicht zu konsumieren ist. Ja. Am Ende gibt es noch ein bisschen, gibt es so eine Erklärung noch, die fand ich ein bisschen überflüssig, weil eigentlich jeder, der so ein bisschen mitgedacht hat und ein bisschen Interpretationsfähigkeit an den Tag legt, durchaus sich das zusammenreimen kann. Da wurde es dann nochmal ganz klar ausgesprochen, das Kapitalismus-Ding. Ja, und so, da wird es auf jeden Fall. Obwohl, nee, über Radio hört man es, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, genau. Da wird noch sicher offen. Ganz genau. Mich hat das sehr, sehr überzeugt. Ben Wheatley, das ist, also bei mir ist echt Hit und Miss. Also entweder finde ich es total doof, was er macht, oder ich finde es richtig gut. High-Rise ist ein Film, der definitiv zu empfehlen ist. Ich hoffe, er kommt auch ins Kino. In Deutschland weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch so erfolgreich ist. Ich finde, das war ein super Film. Der hat auch sehr, sehr gut ins Fantasy-Filmfest auf die Nights gepasst. Peterchen. Darf ich auch noch was zu sagen? Du darfst auch endlich mal wieder was sagen.
Aber zu ich möchte jetzt noch mal ganz kurz was zu diesem Film sagen. Ich fand den auch ganz gut. Der hatte mich, ich wollte eben schon gefragt haben, so an was erinnert sich das, wenn du jetzt den Aufbau des Hochhauses so ein bisschen... Da gibt es mehrere Comics, Mangas, ja. Filme etc., die das zu Aufhänger nehmen. Ja, wäre jetzt halt einer, den wir jetzt die Tage auch nochmal besprechen, der Snowpiercer. Aber abgesehen davon hat er mich halt auch an den Shivers von Cronenberg erinnert. Der die gleiche Prämisse, nicht die gleiche Prämisse, aber die gleiche Idee hat, also den Grundaufbau. Und Setting, ne? Mit dem Hochhaus. Mit dem Hochhaus, mit dem, sogar die Hauptfigur spielt auch ein Arzt. Ist Virologe, glaube ich, irgendwas in der Richtung. Was halt auch sehr lustig ist, weil der Cronenberg halt auch einen von Ballards Romanen verfilmt hat. Das war Crash. Den habe ich leider nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich finde das auch sehr schön, dass man solche Geschichten dann auf einen, nicht unbedingt kleinen, aber auf einen lokal abgegrenzten Raum begrenzt. Ja. Wir wissen, was gemeint ist. Ja. Weil das halt auch nicht nur Eigendynamik mit sich bringt, sondern auch so ein abgeschlossenes System schön widerspiegelt. Was ich über das System nur in seinen Grenzen funktionieren kann. Ja. Was ich vermisst habe, da würde ich jetzt im Abschluss den Tom nochmal fragen, weil ich habe ein bisschen bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass bei den, dass im Buch ein bisschen mehr geschildert wird, wie das mit anderen Häusern aussieht. Weil wir sehen in dem Film einige ähnlich aufgebaute Hochhäuser halt nebeneinander stehen. Wir sehen aber die ganze Zeit im Prinzip nur die Handlung aus einem Hochhaus. Und in den Büchern... Die anderen noch gebaut werden, habe ich das verstanden. Also um das nochmal kurz zu erklären, der Architekt will das wie eine Hand aufbauen. Ja. Hat dann also hier so ein kleineres Haus, hier ein kleineres Haus. Und wir sehen, das High-Rise ist lustigerweise der Mittelfinger. Und das ist das, wo die ganze Handlung halt spielt. Und die anderen sehen wir nur aus der Ferne. Ja. Nur also damit die Zuschauer das nochmal... Okay, aber also ich kann mich nicht daran erinnern, ob die jetzt da fertiggestellt waren oder nicht. Aber in dem Buch ist es halt auf jeden Fall so, dass... da noch so ein bisschen Interaktion zwischen den Hochhäusern passiert. Ah, okay. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen. Ja, genau. Vielleicht ein bisschen zu viel in so einem Film zu packen. Ja, klar. Ne? Hat ja auch nur eine ganze Zeit. Ja. Ansonsten, ich fand den Soundtrack von Clint Mansell wieder sehr klasse, aber der hat auch noch nie enttäuscht. Und was ich damals auch schon bemerkt hatte, ich fand den Schnitt hervorragend. Oh ja. Die ja. Szenenübergänge fand ich wunderschön. Weil das halt nicht so abgehackt war, wie das in unseren Videos beispielsweise passiert. Da hat sehr schöne Überleitungen. Ja, war auch ein cooler Film. Auch im höheren Segment bei mir, bei den Nights. Zu Recht. Ja. Und noch einen Film haben wir noch. Und noch einen wunderschönen, und das war auch wirklich der Abschlussfilm, einen sehr coolen Abschlussfilm, weil viele Filme einen auf unterschiedlichste Weise hier auch mal wieder ein bisschen gefordert haben. Es war halt nicht nur das einfache Konsumieren, Popcorn fressen, Cola saufen, am besten 5 Liter Becher. Und da möchte man halt auch einen leichten Film zum Abschluss haben. Etwas, wo du mal wirklich komplett für anderthalb Stunden abschalten kannst. Und das hat Veteran definitiv geschafft. Das ist der bis dato dritt erfolgreichste Film Südkoreas. Von Rio Se-jung Wan. Und jetzt ist bereits schon eine Fortsetzung angekündigt. Es ist... Bitte? Oh, sag ich. Ja, oh. Ja, der wurde auch mit Preisen überhäuft, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also in Südkorea. In Südkorea, ja klar. Keine internationalen Preise, zumindest bis jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so kommt. Weil es ist halt im Prinzip eine Komödie. Und das muss eine Komödie erstmal schaffen, Preise abzuholen. Ja, stimmt. Es ist im Prinzip ist eine generische Cop-Geschichte. Wir haben eine Hauptfigur, die schwankt irgendwo zwischen Jackie Chan und Clint Eastwood als Cop, der sich im Prinzip gegen irgendwelche Wirtschaftsbosse stellt, um einen armen Sack, einen armen Arbeitnehmer, der halt von seiner Firma von vorne bis hinten verarscht wird und im Endeffekt im Prinzip im Krankenhaus deren wegen landet. Also er kämpft gegen korrupte Schweine. Genau. Kann man auch mal so sagen. ja, also von der Geschichte her ist es halt wirklich 0815, schon tausendmal gesehen.
Wahrscheinlich auch schon 999 Mal besser. Aber was der Film halt wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde schafft, abgesehen davon, dass er dann ab und zu mal ein bisschen versucht, ernster zu werden und ein bisschen mehr auf diese Gesellschaftskritik eingeht, der ist halt unfassbar unterhaltsam. Also der ist so unfassbar unterhaltsam, dass der... Also leichtherzig, leichtfüßig. Ja, ich muss ehrlich sagen, der asiatische Humor, den kenne ich eigentlich gar nicht so richtig. Also so aus Asien, Komödien, bis jetzt auch so Jackie Chan und weiß ich nicht. Aber so mit dem asiatischen Comedy bin ich eigentlich jetzt nicht unbedingt groß geworden. Also ist ich habe einige Filme... Also wir haben ja heute China, auch reingeschaut. Ja, also aus China, Hongkong damals, also nicht zu China wieder gehörte, Japan und so weiter, habe ich schon einige Filme gesehen, auch in Südkorea, die halt komödiantische Elemente zumindest reingebracht haben. Ja, keine reinen Komödien. Waren wahrscheinlich keine reinen Komödien, aber das passiert da oft. Meine Erfahrung, meistens ist das sehr albern, Slapstick. Ja, muss ich sagen, ist es hier teilweise auch. Okay. Aber wenn ich auf den Saal, in dem ich saß, höre und mich selbst höre, dann ist das guter, alberner Slapstick. Ja. Das ist doch schön zu hören. Ja, und der ist halt auch von den Kampfszenen ist halt auch schön choreografiert. Ist jetzt kein neuer Jackie Chan, Jet Li oder wie sie alle heißen. Aber es ist halt ein unbeschwerlicher, cooler Abgang für ein relativ durchwachsenes Fantasy Film Nights Festival. Okay. Von daher. Das waren die Schlussworte. Ich habe nur zwei Filme gesehen, die fand ich beide super. Ja, The Lobster hätte ich mir gerne noch angeguckt, definitiv. Und jetzt auf jeden Fall hast du mich auf The Survivalist sehr heiß gemacht. Veteran ist zumindest was für einen Sonntagnachmittag auch. Genau, definitiv. Ja, das waren Filmfressen für das Fantasy, für die Fantasy Filmfest Nights. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder in einer neuen Rubrik, wahrscheinlich Trash Talk und irgendwann auch den Fantasy Film Festival. Wir verabschieden uns bis demnächst. Könnt ihr wieder bei Filmfressen einschalten. Wir haben ganz viele tolle, hoffentlich tolle Reviews für euch. Wenn es euch gefallen hat, gefällt mir klicken. Wenn es euch nicht gefallen hat, trotzdem gefällt mir klicken. Und ja, alle Kommentare, die ihr habt, könnt ihr hier runterschreiben. Bei Facebook, bei YouPorn, YouTube, irgendwo. Und ja. Wer lieber liest, der geht einfach auf unsere Blogs. Time to review blogspot.blogspot.de für ein Peterchen. manumind.de für Manuelchen. Also ja, so, das waren die Filmfressen für euch mal wieder. Bis dann, tschüss. Ruf mich an. Jetzt kommt ihr ernsthaft hier rein, während wir drehen. Prost, Rolf. Ja, dann kommen auch hier, kommen wir Sachen. Ja, also, sagen wir den, zu dem Film wollte ich auf jeden Fall auch mal was sagen. Was habt ihr gerade? Komm mal hier rein. The Lobster. Bild. Hier, komm mal, was? Hier The Lobster. The Lobster. Das ist Rolf. Ja, krasse Action. Das ist kein Actionfilm. Scheiße, dass ich den nicht kenne. Verdammt. Es ist ein Rolf. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Ja? Der ist in jedem Bild, in jedem Satz, in jeder Einstellung, ja. In jedem Schnitt, in jeder Gestik, in jeder Mimik, in jedem Wort ist der perfekt durchdacht. Mhm. Und wie ein Künstler malt, der ein wunderschönes Bild, in dem wahrscheinlich die meisten das Gleiche sehen werden, der Filmkritiker wird das sehen, was ich jetzt auch schon erörtert habe bis jetzt. Der normale Mensch. Der Filmkritiker und der normale Mensch. Ja, also wir müssen dann natürlich auch unterteilen, ne? Ja, natürlich, mit dem normalen Mensch meine ich natürlich dich. Danke. Der wird daran nicht allzu viel finden. Okay. Aber wir sind ja Filmkritiker. Prost erstmal auf deinen Feierabend. Ich habe nämlich morgen Spätdienst und jetzt habe ich gedacht, komm. Dann hast du gedacht, Kolben geöffnet. Ja. Wie nennt man das nochmal, wenn du in ein Bild reinspringst? Fotobombing, oder Videobombing. Review-Bombing hier vom Kollegen. So, dann brauche ich jetzt einen abschließenden Satz für dich für The Lobster. Eine unheimliche Tiefe. In der Hinsicht, dass die Handlung gar nicht so viel zählt, sondern mehr bla bla. Ey Leute, ich habe den Film nie gesehen. aber ganz ehrlich, der Anfang, der war super. Ist ja gut, jetzt einfach du hättest einfach mal weiter Quatsch erzählen. Das Schlimme war, ich wusste ja gar nicht, ob ich Quatsch erzähle oder nicht.